und an der Wand auch ein bisschen Verzierung platzieren. So. Meine Zwerge arbeiten überall schön. Essen auch was. Und es kommt auch langsam endlich mal Holz rein. Der Zwerg ist müde. Und glitscht ein bisschen. Also ja, das Spiel hat trotz allem immer noch seine Bugs. Ist aber trotzdem schön anzusehen, wie die Zwerge arbeiten. Und einer meiner Arbeiter hat ein Level Up. Das ist sehr schön. Das Holz sollte ich eigentlich benutzen, um hier mal ein bisschen weiter zu verzieren. So. Und so. Und vielleicht hier unten das Schlafzimmer noch ein bisschen. Auch unter der Treppe, wenn man es auch nicht sehen kann. Und hier ein bisschen. So, dann die Wände hier auch noch verzieren. Voilà. Jetzt sieht das Schlafzimmer schon langsam aus wie ein Schlafzimmer. Und nicht nur wie ein Erdloch. Oh, da kommen wir übrigens gerade nicht ran. Das können wir ganz leicht ändern, indem wir dort eine Brücke, ein Stück Brücke bauen. Ruhig ein Stück Steinbrücke. Und dann tun wir auch einfach hier mal alles ausheben. Und ja, ich werde wahrscheinlich um den Zwergenhort herum eine Plattform aus Steinbrücken errichten. Einfach, dass die Zwerge ein bisschen Platz haben, wenn sie aus dem Zwergenhort kommen. Falls ich noch welche anfordern sollte. Was ich aber auf jeden Fall tun sollte. So, währenddessen kann ich meinem Arbeiter einen neuen Auftrag geben. Nämlich einen Forschungstisch bauen. Also meinem Bauarbeiter. Und ja, ich sollte von vornherein hinwegnehmen. Die Missionen sind recht lang. Also allein schon, bis man mal ordentlich seinen Zwergenhort aufgebaut hat. Wobei das mit der Zeit besser wird, versprochen. So, du bist bereit, ein Gelehrter zu werden. Kannst du dich nochmal ausschlafen, dann ist nämlich bald dein Arbeitstisch bereit. Und wir könnten theoretisch hier mal durchgraben. Hier, das hier sollte ich mal wieder entfernen. Erst oben alles ausgraben und ja, das da kannst du. Obwohl, das war vielleicht auch nicht so klug.
So. Neue begehbare Böden. Und da hoffe ich, dass sie jetzt mal da hochgehen und da weiter dann ausgraben. So, und hier ist unser Gelehrter jetzt am werkeln. Und wenn wir schon dabei sind, da wir hier ja einen schönen Arbeitsraum draus gemacht haben. Das war falsch. Egal. Wir können sie ja immer noch drehen. Sogar vor dem Bauch, was praktisch ist. So. Jetzt können sich unsere Arbeiter auch mal wieder austoben. Ah nein, den wollte ich nicht verschieben. Ich wollte mich eigentlich gerade nur wundern, warum die Anzeige nicht gefüllt wird. Also warum ich die Anzeige gerade nicht sehe. So, hier wird langsam ordentlich ausgehöhlt. Ah, da wäre noch mehr Stein. Das ist jetzt irgendwie ärgerlich, aber den Stein lassen wir einfach mal da, wo er ist. Und bedienen uns dem Stein hier. Normalerweise nehme ich als erstes immer den Forschungsschwerpunkt, damit Forscher effizienter werden. Aber ich denke mal, in dem Fall gehe ich gleich auf die anderen Sachen. Und ich denke mal, ich hole mir gleich noch einen Forschungszwerg, dass das etwas schneller geht. So, hier bitte noch buddeln. Und noch einen Forschungstisch bauen, wenn wir genug Holz dafür haben. Und ja, da steht unser neuer Zwerg mitten in der Steintreppe. Porten wir ihn mal da raus, für den Fall, dass er festsitzt. Und ja, da ist noch mehr Undigium. Der hat Hunger. Der Zwerg hat auch Hunger. Und er geht weiter forschen. Noch ein Bett wäre vielleicht nicht schlecht. Allerdings dann diesmal kein gutes Bett, weil die viel zu viel Holz kosten, sondern nochmal ein Strohbett. Weil wir haben ja jetzt viele Zwerge. Und den ersten Forschungspunkt. Also wir gehen erstmal in Richtung Meditierspezialisierung. Damit wir die Krieger verbessern können. Also besseres Übungsgerät. Und weil wir haben der Forscher kommt abgeschlossen. So, die trainieren schön weiter. Die sind alle beim Arbeiten. Und dann buddeln wir mal hier weiter. Wobei die eigentlich erstmal hier fertig machen sollten. Ah, einer geht schon mal los. Oh, nebenbei. Ich kann euch mal kurz die super tolle Oberwelt zeigen. Die existiert nämlich auch noch. Die ist allerdings nichts im Vergleich zur Unterweltkarte. Also das, was wir hier sehen an Oberwelt, liegt in keinem Verhältnis zur Unterwelt. Und wir können hier oben leider kein Holz hacken. Also das würde ich ja gerne hier einfach mal auf einen Baum zielen. Ja, ich kann sie verkaufen, aber sie geben kein Holz.
Also bleiben wir lieber mal hier. So. Das sieht jetzt langsam richtig gut aus. Also was das Aushöhlen des Gebietes angeht. So, hier noch das Gold wegmachen. Da ist noch ein Block frei. Und dann könnt ihr mal währenddessen schon mal hier frei machen. Und ja, dann geht es in Richtung dieses Dreiecks. Oh ja, wir können weiter mit der Dekoration machen. Da wir genug Stein reinkriegen und alles. So. Und einen zweiten Forschungstisch jetzt hier mal platzieren. Jupp. Ah, ruhig weiterlaufen lassen. So. Kann man nicht sagen, dass das nicht schon mal ganz gut aussieht. Hier noch ein bisschen Holz. Habe ich hier eigentlich alles schon mit Holz verkleidet? Nein. Also schnappen wir uns mal die Holzwand. Verkleiden hier noch. Alles schön mit Holz. Und ich denke, damit ist unser Wohnzimmer größtenteils, also unser Schlafzimmer, würde ich sagen, größtenteils fertig. Jetzt kümmern wir uns. Machen wir hier noch ein bisschen weiter. So. Und dann platzieren wir unseren Thron mal hier irgendwo, dass der dann nicht mehr so fehl am Platz wirkt. Sobald er hier aufgestanden ist. So. Da wirkt er vielleicht auch nicht mehr nicht gerade beeindruckend, vor allem weil wir nur einen Holzthron haben. Aber besser als nichts. Geben wir ihm noch hübsche Wände. So. Und noch ein bisschen mehr Boden. Und schwupps, Thronsaal. Ja. Jetzt heißt es mal in die Richtung weitergraben. Dazu bräuchten wir eine Leiter. Ruhig eine Steinleiter. So, neben den Forschungstischen. Du stehst da auch ulkig darum. So, hier kann ich die Umrandung fertig machen. Und wir haben noch einen Forschungspunkt. Militärspezialisierung. So, jetzt kann ich meine beiden Militärs verbessern. Nämlich einmal zu Kämpfern und zu Speerwerfern. Leider habe ich noch kein Metall, um das zu realisieren. Deswegen lassen wir erstmal so, wie sie sind. Und seht ihr, unsere Zufriedenheit hier oben steigt ziemlich stark an, weil wir schon eine Plus-Tendenz von einem, also eine grüne Tendenz von einem Plus gekriegt haben.